Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einem Spiel. Ich glaube, ein Tag jung, alt, wie auch immer. Willkommen zu Gerda, A Flame in Winter. Ne? Produziert, beziehungsweise veröffentlicht ist von Don't Not, Life is Strange. Ist ein, ich glaube, kleine dänische Gruppe, die das entwickelt hat letztendlich, das Spiel. Und wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg. Und was sagt Steam hier? Wenn es aufhört zu schneien, wird das kleine dänische Dorf Tinglev nicht mehr dasselbe sein. Erlebe Gerdas Geschichte, deren ruhiges Leben während der Besatzung ihrer Heimat im Zweiten Weltkrieg aus den Fugen gerät. Entscheide in diesen von wahren Begebenheiten inspirierten Adventure mit Rollenspielelementen, wohin du gehst, wie du dich verhältst und wem du vertraust. Wie weit würdest du gehen, um deinen Liebsten zu beschützen? Das soweit zum eigentlichen. Ist hier noch ein bisschen mehr Text, also so ist es nicht, aber ich will ja noch nicht alles hier erzählen, ne? Was mich erwartet, verschiedene Handlungsverläufe und Enden und so weiter. Nein, das Erste, was mir erstmal erwartet, ist, glaube ich, die Musik ein bisschen runterstellen. Ist, glaube ich, ein bisschen laut, ne? Und, also standardmäßig stand es so alles vorhin. Gucken wir mal, wie doll uns das hier auf die Ohren brezelt. Ich bin gespannt, also ich bin wirklich gespannt, weil wo mich das hier gerade erinnert, das erinnert mich an mein ehemaliges Zuhause, wo ich das gerade sehe, bis auf den Wasserturm, beziehungsweise was auch immer, eigentlich ist das glaube ich ein Wasserturm, aber das Gebäude hier, das erinnert mich echt an mein altes Zuhause. Ich habe ja mal erzählt, meine, Dankeschön. Dankeschön. Ich habe ja mal erzählt, meine Eltern sind Bahner. Wir haben direkt auf dem Bahnhof gewohnt früher. Ja. Ich kann es mal hier so bildhaft darstellen. Ich nutze die Chance einfach mal. Ne? Das heißt, hier unten war die Arbeit von meinen Eltern. Das war hier auch ein Gleis. Hier waren ein paar mehr Gleise, Bahnsteig und so weiter. Und hier unten haben meine Eltern gearbeitet als Fahrdienstleiter. Also sprich Weichenstellen, Signale machen, hast du nicht gesehen. Ne? Und unsere Wohnung war hier, dieser komplette obere Teil. Inklusive dem Boden, den Schuppen war. Hier hinten war das Klo. Beziehungsweise das Bad. Früher war es nur ein Bad mit einem Metallofen, den wir immer mit Kohle füttern mussten. Ja, so alt ist das schon. Und hier in dem Hintergrund war nochmal so ein Schuppen mit einem Plumpsklo. Da mussten wir mal raus. Mit einem also im Winter war es richtig kalt. Ne? Genau, Oberchef-Zertifikatsausbilder. Ja, ja, ist gut gelaufen da an der Stelle. Also besser gelaufen, als ich gedacht habe. Also steht zwar eine Befriedigung drauf im Schriftlichen, aber es sind 74%. Das heißt, 1% fehlt, dann wäre es ein gut gewesen. Aber stört mich nicht. Bestanden ist bestanden. Und es ist besser als mit 50%, was Minimum wäre. Und es bedeutet auch, dass ich in allen Bereichen größer gleich mehr als 50% hatte. Und ich habe echt gedacht, in ein oder zwei bin ich darunter. Aber ist okay. Alles wunderbar geklappt. Genau, also sprich, hier auf der Ebene haben wir gewohnt. Hier kann ich so fast sagen, das war hier vor dem Wohnzimmer. Hier war damals unser Kinderzimmer mit meiner Stiefschwester zusammen. Hier hinten drin war die Küche in dem Bereich. Und dann gab es hier zur Zurückseite gab es noch ein kleines Zimmer. Das hat dann später meine Stiefschwester gekriegt als Kinder oder ihr Zimmer. Das Zimmer wurde dann später zum Schlafzimmer. Und das blieb Wohnzimmer und ich bin dann nachher hier oben runtergezogen. Genau, das ist überall so, da hast du recht. Genau, und ich bin hier unten runtergezogen. Hier war nämlich die Auszubildenden Bude, wurde keiner mehr ausgebildet. Und dann stand das Ding hier frei zur Verfügung. Das heißt, ich war hier komplett für mich allein. Wunderbare Ecke, war wirklich schön, nur manchmal ein bisschen kalt, weil der Boden war offen und kalt. Wir mussten also immer von da über den offenen Boden dann ins Badezimmer da gehen. Aber sowas leben. Ne? Gut, kleiner Schwank aus der Jugend. Das ist total am Thema vorbei gerade. Wir wollen uns Gerda angucken. Und ich sag mal, viel Spaß. Jem längsten Tag mit Gerda ich sin warme Hand Schimmel von Herr in Smerte Ach,
Nacht ist hart, wir atmen. Oh ja, ich will je meinen Herrn. Just something kann ja ich trachten. Fühlen Narben, magnetische Blitzwange. Er, du trat, trist und schwer. Reist mit dem, som du hakehr. Er skelver kolde hjerter, varmes i hjemhegnen skær. Der Bahnhof sieht aus wie immer. Aber hier finde ich ja interessant. Deutsch, Dänisch, Dialog lesen. Klicke mit der linken Maustaste oder drücke Leertaste, um den Dialog fortzusetzen. Okay. Wie sich die Stadt wohl verändert hat, seit ich das letzte Mal hier war. Armfuchteln, arm dunkler Wolf. Gerda! Oh Gott, wir müssen alles hier dialogieren. Guck mal hier. Dänen, Deutsche, 1-1, was das? Mitgefühl, Auffassungsgabe, Scharfsinn. Okay, jetzt, das wird interessant. Anders. Ach, das ist er, ich dachte... Oh, Gerda und Anders. Dialogentscheidung. Du kannst eine Option auswählen, indem du sie anklickst oder 1, 2, 3, 4 drückst. Ich fasse es nicht, dass du endlich zu Hause bist. Wie war die Fahrt? Ganz in Ordnung? Ach, ganz schön. Ach, ganz in Ordnung, klar. Ganz in Ordnung. Es waren ziemlich viele Leute im Zug, sodass ich den Großteil der Fahrt stehen musste. Es haben wohl alle eilig, für Weihnachten nach Hause zu fahren. Würde dich eine Überraschung aufheitern? Wieso aufheitern? Eine Überraschung? Nennen wir es ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Aber zuerst musst du raten, welcher Hand es ist. Natürlich in der rechten. In der rechten. Ah, da hat die Dame recht. Ein Schal. Gefällt er dir? Ich war mir nicht sicher, ob... Oh, er ist toll. Vielen Dank. Sogar so toll, dass ich ihn gleich anlegen werde. Und wie sehe ich aus? Als könnte ich nichts aufhalten. Ach so, ist das die Nationalität, Abstammung? Er ist scheinbar Deutscher, er Däne, sie hatte deutsch und dänische Flagge. Ah, Mäuschen, da bist du ja. Papa, hallo. Tut mir leid, dass ich nicht hier war, um dir beim Aussteigen zu helfen. Ich musste einigen Passagieren auf dem anderen Bahnsteig helfen. Herr Klein, schön, Sie zu sehen. Hallo, Anders, gleichfalls. Papa, fällt dir irgendwas an mir auf, das sich verändert hat? Verändern? Nun ja, mal sehen. Hast du etwas mit deinen Haaren gemacht? Und bist nah dran? Na dann, oh, trägst du deinen neuen Schal? Ja, Anders hat ihn mir gerade geschenkt. Tja, der steht dir ausgezeichnet, Mäuschen. Glaubst du, deiner Mutter würde sein Schal gefallen? Solange er eine andere Farbe hat? Nein, ich bin sicher, sie würde ihn lieben. Apropos, wie geht es ihr? Ich vermute mal, sie hat das ganze Haus auf den Kopf gestellt, weil wir zum Abendessen kommen. Ah ja, sie hat mich praktisch mit dem Besen rausgejagt, also habe ich mich für die Frühschicht am Bahnhof gemeldet. So konnte ich auch für deine Ankunft hier sein. Aber ich schätze, der junge Mann hier war vor mir da. Also dann lass mich mal deinen Koffer nehmen, Liebes. Nein, nein, lass mich. Mach nur Anders, ich schaff das allein. Nimm du ihn nur, Papa. Oh, das ist wirklich nicht nötig. Okay. Na, ich hoffe, sie wirken schnell, die Ibus. So, soll es Anders machen, also alleine, Papa, oder ist es wirklich nicht nötig? Ach, das ist wirklich nicht nötig. Es macht mir nichts aus, ihn selbst zu tragen. Und Fug, das können wir nicht zulassen. Was wären wir denn dann für Gentlemen? Und wie das für die Leute aussehen würde, ne? Dem muss ich beipflichten. Liebling, du hast eine schwere Reise hinter dir. Bitte lass uns das für dich tun. Nein, wirklich, ich bestehe darauf. Genau, wir sind selbst, ist die Frau, ne? Nein, wirklich, ich bestehe drauf. Ach, wir haben wohl keine Wahl. Scharfsinn plus eins, okay? So stur wie ihre Mutter, das Mädchen. Vertrauen. Die Stärke des Vertrauens, die eine Person in dich hat, Vertrauen beeinflusst, wozu du eine Person bringen kannst. Bei Gesprächen werden dir auf der rechten Seite des Bildschirms Veränderungen im Vertrauen deiner Gesprächspartner angezeigt.
Okay. Warum ist hier bei Anders 9 und bei Dieter und seinem Papa nur 1? Oder ist es umgedreht? Ah, nee. Bist du sicher, Liebling? Ja, absolut. Warum machen nur sie immer nur so ein großes Gewese da drum? Upsala, wir haben verloren. Nun, einer von uns sollte zumindest den Wagen aufwärmen gehen. Mach du nur, Papa. Jetzt sieht Anders traurig aus. Versuch ihn etwas aufzumuntern mit Würfel. Okay. Anders Vertrauen, Mitgefühl nach oben, sehr leicht. Ah, das ist aber gut. Ich hoffe, ich werde ihm gerecht. Versuch ihn etwas aufzumuntern. Okay, ich habe gewürfelt. Auswürfeln. Manche Entscheidungen haben einen ungewissen Ausgang, der ausgewürfelt wird. Ist das Auswürfeln erfolgreich, dann ist der Ausgang positiv. Scheitert das Auswürfeln, kommt es zu einem unerwarteten oder negativen Ausgang, der die Geschichte aber trotzdem voranbringt. Ach, Liebling, bitte mach dir nichts draus. Das ist doch nur ein kleiner alter Koffer. Du hast recht. Tut mir leid. Bam! Und schon ist wieder alles, na, super. Vertrauen kann gewonnen und verloren werden, selbst in ein und demselben Gespräch. Das Vertrauen einer Person zu gewinnen, kann dich manchmal das Vertrauen einer anderen kosten. Meiner, sehr viel Geld ausgegeben, also im Beruf. Dinge getan, lecker Mittag gegessen, Schwiegermutter hat heute gekocht. War ja im Hummel-Office, ja. Und, ja, eine Sache, die ich hier umbauen wollte, klappte nicht, weil die Technik nicht funktioniert, die ich bestellt habe. Wahrscheinlich ist die Platine kaputt. Ja, also ein Hoch und ein Tief nach dem anderen. Aber jetzt nicht tief im Sinne, dass ich dann gleich einfach einen Kopf in den Sand stecke. Nein, nein, aber normal. Okay, Vertrauen gewinnen kann Vertrauen bei anderen kosten. So, dann folgen wir mal besser deinem Vater, bevor er noch glaubt, wir werden durchgebrannt. Hau ruck und los geht's. Jetzt tragen wir das Ding wirklich alleine. Alle bereit loszufahren? Moin, Herr Klein. Machen Sie Feierabend? So ist es. Ich feiere die Rückkehr meiner Tochter aus der großen Stadt. Ach, stimmt ja. Die junge Dame hier ist nun also offiziell Krankenschwester. Und man munkelt auch, es würden bald Hochzeitsglocken läuten, knickknack. Da war die schöne Bildung doch irgendwie umsonst was. Also eigentlich werde ich in Dr. Lindholms Praxis arbeiten. Aha, wie äußerst modern von Ihnen. Herr Klein, sehen wir Sie Donnerstag bei der Parteiveranstaltung? Sicher, das lasse ich mir doch nicht entgehen. Wunderbar, nun, dann lasse ich Sie mal ziehen, wa? Bist du jetzt Mitglied der Partei, Papa? Das bin ich. Dein Onkel Klaus hat mich letzte Woche überzeugt. Wir haben keine gute Reputation zu Dieter. Das sieht nicht gut aus. Aber warum? Aber warum? Sie glauben, dass wir wirklich eine Chance haben, die Grenze weiter nach Norden zu verschieben. Aber was ist mit Mama? Was hat sie denn dazu gesagt? Deine Mutter gewöhnt sich noch daran, aber sie versteht es schon noch. Bei allem Respekt, Herr Klein, wie können Sie eine Partei unterstützen, die Nazi-Werte gutheißt? Diese Werte sind nicht der Grund, warum ich beigetreten bin. Die Partei bietet uns eine echte Chance, eine echte Alternative, unser Land zurückzubekommen. Es tut mir leid, aber ich muss widersprechen. Wir mögen nur 10 Kilometer von der Grenze entfernt sein, aber für mich gehört Tinglev zu Sonderjylland. Und Sonderjylland gehört zu Dänemark. Hören Sie mal, junger Mann, Sie sind nicht alt genug, um die Geschichte dieser Region zu kennen. Oh nein, das wird hitzig. Was sag ich nur? Anders, versuch es doch zu verstehen. Papa, das liegt in der Vergangenheit. Beziehung zu denen nach oben, Beziehung zu Deutschen nach oben. Ach, beides unmöglich, das verliere ich ja. Ja, mir schaudert's auch schon. 1939, diese Parallelen. Beides unmöglich. Knick, knack, knick, knack. Papa, das liegt... verloren. Wir haben den Papa verloren.
Auswürfeln. Erfolgreiches Auswürfeln kann leichter oder schwerer sein, je nachdem, wie viel Vertrauen dir ein Charakter entgegenbringt. Welche Gegenstände du bei dir trägst, dein Wissen und andere Werte können das Auswürfeln ebenfalls beeinflussen. Oh ja, das kenne ich. Bei Lola können wir fast jeden Tag zusammenfegen und aus den Haaren einen neuen Hut stricken. Warum kamst du das immer wieder hervor? Du bist zu jung, um das zu verstehen, Mäuschen. Es geht um Kultur und Nationalität. Darum, sich in der eigenen Heimat fremd zu fühlen. Okay, schwupps, aber keine Beziehung mehr zu Deutschen. Ja. Die Stärke der Verbundenheit mit deiner Fraktion und den ihr zugehörigen Personen ein Maß dafür, wie gut du sie und ihre Absichten verstehst. Bei Gesprächen werden dir auf der rechten Seite des Bildschirms die Veränderungen deiner Beziehung zu verschiedenen Fraktionen angezeigt. Sicher ist es nicht ganz so schlimm. Nun, ich schätze, da werden wir uns nicht einig. Na komm, lass uns nicht den Weihnachtsfrieden stören. Die Nachrichten vom Krieg im Rest Europas sind so schon schlimm genug. Wollen wir nicht nach Hause gehen und das leckere Essen genießen, das Mama für uns gekocht hat? Du hast recht, Liebes. Es bringt nichts, darüber zu streiten. Außerdem ist der Krieg so fern, er wird uns hier nie erreichen. Schließlich ist das Dänemark. Wenn der wüsste, was wir wissen. But war did come. Only a few months later, on April 9th, 1940, German forces crossed the Danish border. In towns like ours, German only a generation before, the occupiers were received warmly. In other towns, with hostility. Within 2 hours, the government capitulated. Within 4, the fighting stopped. The king gave a speech, urging calm and cooperation to avoid needless bloodshed. Most of us listened. For years, life moved along normally, if a bit uncertain. And some of us delayed our lives, waiting for the war to end. Only a few upstarts, mostly communists and young students, made trouble for the Germans, with limited public support. But then, in 1943, the winds of war blew in from the east, and German supremacy no longer seemed assured. Then more Danes began to rise up, and the occupation became more violent. The Germans disbanded the Danish military, took over our police, and began shooting those who rose against them. But neither side had clean hands. The resistance executed informants, snitches, and collaborators. Danes fought against Danes. Even in our little rural hamlet, the soldiers came. The Gestapo came. The war bared its bloody fangs. Abroad, German lines were collapsing, their forces folding under Allied advance. But our town was a powder keg ready to explode. We knew the war would be over soon. We only had to keep our heads down a little longer. Februar 1945. Mir gefällt persönlich dieser Artstyle, ne? Also sprich Aquarell.
Also es sieht halt ähnlich wie Aquarell aus. Finde ich gut. Rums. Au. Was ist los? Entschuldigung. Ich stolpere nur in den frühen Morgen. Ich wollte dich nicht wecken, Liebes. Wie spät ist es? Du meine Güte, gerade mal 4. Warum bist du denn so früh wach? Peter hat einem Kunden versprochen, dass wir sein Auto vor dem Mittagessen repariert haben. Typisch Peter, immer in Eile. Sie können es sich nicht leisten, Kunden zu verlieren. Okay. Sie können es sich nicht leisten, Kunden zu verlieren. Aber könntest du deine Frau nicht noch ein bisschen länger warm halten? Hier drin ist es so eiskalt. Ich würde ja gern, aber ein geschäftiger Tag ruft. Dieser Kunde wird richtig sauer sein, wenn wir sein Auto nicht rechtzeitig fertig haben. Brauchst nicht aufstehen. Ich habe dir Frühstück dagelassen. Hab einen schönen Tag, Liebling. Ich füttere noch die Hühner, bevor ich gehe. Ich glaube, der geht woanders hin. Ich schlafe sowieso nicht wieder ein. Dann kann ich genauso gut aufstehen und mich ums Frühstück kümmern. Okay, lass uns mal gucken. Wie kriege ich das hier wieder? Okay, umherbewegen. Klick auf den Boden, um zu diesem Ort zu gehen. Oder benutze WASD. Wir nehmen WASD, das funktioniert ganz gut. So. Interessante Orte. Um mit einem interessanten Ort zu interagieren, klicke ihn einfach an. Du kannst dich ihm auch nähern, bis er hervorgehoben wird und dann Leertaste drücken. Das Schöne ist, wir sehen es vorher, ne? Geht sogar das Licht an automatisch, das ist so schön. Ein Brief von Moore. Sie hat das gute Papier benutzt. Mama schickt mir jede Woche einen Brief, seit sie nach Kopenhagen umgezogen ist. Was ich mich die ganze Zeit frage, wäre sie wohl auch umgezogen, wenn Papa sich nicht der Partei angeschlossen hätte? Oh. Die Klinke ist abgeriffen, sie wurde viel benutzt. Aber wir können sie trotzdem öffnen, ist gut. Ich sollte das Haus aufräumen und etwas zu essen machen. Erinnerung. Klicke beim Erkunden auf Gerda oder drücke G, um dich an dein aktuelles Ziel erinnern zu lassen. Ah, okay. Okay, gut. Was haben wir denn hier? Wir sollten ein bisschen aufräumen. Haferbrei. Ein kräftigender Start in den Tag. Oh, Anders hat mir Haferbrei gemacht, aber der Herd ist ausgegangen. Den Herd mit einem Streichholz anmachen? Nicht möglich, Streichhölzer nicht da. Ich brauche etwas, um den Herd anzumachen. Okay. Voraussetzung. Manche Wahlmöglichkeiten sind gesperrt, wenn du nicht über einen gewissen Gegenstand, gewisse Kenntnisse, Beziehung oder genügend Vertrauen verfügst. Das ist gut gemacht. Ich glaube, die Streichhölzer sind im Wohnzimmer. Die suchen wir auch gleich. Rennen können wir leider nicht. Achso, das war... Nein. Da wollte ich nicht hin. Schade, dass man das hier nicht bekommt, ne? Was ist das? Die Streichhölzer. Ah, sehr nützlich in diesen dunklen Zeiten. Ah, na bitte. Haben wir noch irgendwas anderes hier? Ich guck mal bloß. Das ist bloß die Tür. Was ist das hier? Mein Tagebuch. Das habe ich von meiner Mutter. Ich notiere darin einfach alles. Mein Tagebuch? Wie ist es denn hierher gekommen? Öffne dein Tagebuch, indem du auf das Symbol in der oberen linken Ecke klickst oder Tabulator-Taste drückst. Besetztes Dänemark, der Einmarsch der Besatzer. Okay, das sind die... Wow. Okay. Geisteskraft, Dänen, deutsche Widerstand, Besatzer, ein roter Schal, Streichhölzer. Okay, wir haben seit, das meine ich jetzt nicht so, wir haben seit 39 bis 45 als Wertgegenstände einen roten Schal, den wir 39 bekommen haben, und 6 Streichhölzer. Das wird knapp. Leute, so geht das hier auch wieder weg, oder? Achso, jetzt geht's weg. Was ist das? Mal gucken. So, Leute, wir haben Gerda. Ah, Dänisch-Deutsch. 25, Krankenschwester. Ich bin Krankenschwester und lebe an der Grenze zwischen Dänemark und Deutschland. Ich wuchs mit einem deutschen Vater und einer dänischen Mutter auf und selbst unser friedliches Haus war häufig in eine deutsche und eine dänische Seite geteilt. Meine Eltern haben sich geliebt, hatten aber sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie ich erzogen werden sollte. So wuchs ich als Schlichterin auf und versuchte immer alles, um beide glücklich zu machen. Als der Krieg ausbrach, hat sich die Kluft zwischen den beiden Volksgruppen vergrößert. Die Verbindung, die wir mit viel Mühe geschaffen hatten, wurde nachhaltig gestört. Mit der Zeit kann ich vielleicht reparieren, was dadurch zunichte gemacht wurde. Das ist löblich. Anders Larsen. Dänisch 26, Mechaniker. Mein geliebter Ehemann. Wir lernten uns bei einem Tanzabend kennen, kurz bevor ich für meine Krankenschwesterausbildung fortging.
Immer wenn ich nach Hause kam, nahm er mich mit, um die örtliche Tierwelt zu beobachten und begeistert über die verschiedenen einheimischen Vögel zu reden. Eine unserer Lieblingsstellen war eine alte Fischerhütte am See. Ich erinnere mich an einen Sommer, als Anders beim Versuch einer Entenfamilie auszuweichen unser Boot zum Kippen brachte. Ich musste so über seine Beherzen versuchte, sie nicht zu stören, lachen, dass ich gar nicht merkte, wie sich mein Kleid mit dreckigem Seewasser vollsog. Aber das war es wert. Er hat sich immer Mühe gegeben, die kleinen Dinge im Leben zu achten und zu beschützen. Das gehört zu den Dingen, die ich am meisten an ihm liebe. Dieter, Deutsch, 51, Bahnhofsarbeiter. Mein lieber Papa, er arbeitet im Bahnhof und ist einer derjenigen, die sich noch lebhaft an die Zeit erinnern, als das Gebiet in Tinglev noch deutsch war. Trotz seiner höchst patriotischen Einstellung verliebt er sich in eine Dänin namens Ingrid Olsen, meine Mutter. Dann wurde ich geboren und eine Zeit lang schien es, als könnte nichts unsere kleine Familie entzweien. Doch dann kam Hitlers Regime und das Versprechen einer Rückkehr von Land und Kultur nach Deutschland brachte meinen Vater und viele in seiner Familie dazu, sich für das Korps der Zeitfreiwilligen zu melden, einer örtlichen Einheit, welche die deutsche Besatzung machte und unterstützte. Nach dieser Entscheidung fuhr meine Mutter umgehend zu ihrer Schwester nach Kopenhagen. Bisher ist sie nicht zurückgekehrt. Sie hat sich von ihm getrennt. Gute Nacht, dunkler Wolf. Schlaf gut. Sie hat sich von ihm getrennt? Der hat Geheimnisse. Guck mal. Er auch. Uiuiui. Tagebuch. Anders war früh aufgestanden und ich konnte nicht wieder einschlafen. Er hatte wie immer dafür gesorgt, dass in der Küche Frühstück für mich bereitstand. Das ist schön. Wir haben Fakten. Oh, das ist... Das ist gut. Also, nicht der Inhalt vielleicht, ne, weil der schlecht ist, historisch gesehen. Aber ich finde das gut. NSDAPN. Viele Angehörige der deutschen Minderheit schlossen sich der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei Nordschleswig an, einer lokalen Nazi-Partei, die 1935 gegründet worden war. Während sie offiziell die Werte des Nationalsozialismus vertrat, hatte sie jedoch vor allem ein Ziel, eine Verlegung der Grenze, sodass die Region Sonderjylland bzw. Nordschleswig wieder ein Teil von Deutschland wird. Obwohl es keinen Zwang zur Parteimitgliedschaft gab, fühlten sich viele Angehörige der deutschen Minderheit verpflichtet, ihr beizutreten, um ihre Gemeinschaft zu unterstützen. Die Grenzregion. Die Region in Dänemark, die der deutschen Grenze am nächsten liegt, ist als Sonderjütland oder Südjütland. Ach, Jütland, okay, bekannt. Außerdem wird sie auch Nordschleswig genannt. Historisch gesehen war diese Region stets umkämpft, wenn auch die meiste Zeit unter dänischer Kontrolle. Von 1864 bis 1920 gehörte sie jedoch zu Deutschland bzw. Preußen. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gab es noch viele, die sich an diese Zeit erinnerten und sie sahen die allgemeinen Turbulenzen als willkommene Gelegenheit, sich zurückzuholen, was sie verloren hatten. Wir haben eine ähnliche Parallele aktuell in der Ukraine. Ne? Nur mal so. Besetztes Dänemark. Am 9. April 1940 wurde Dänemark von Nazi-Deutschland besetzt. Wegen der begrenzten militärischen Stärke des Landes und der Angst, dass die Invasionstruppen einige der größeren Städte bombardieren könnten, kapitulierte die dänische Regierung nach nur 6 Stunden Kampf. Die Regierung bat, die Bevölkerung Ruhe zu bewahren und mit den deutschen Besatzern zu kooperieren. Wegen dieser schnellen Kapitulation waren die Deutschen nachsichtig und ließen Dänemark seine Souveränität behalten. Dadurch hatte das Land unter den von Nazi-Deutschland besetzten Staaten eine Sonderstellung. Die Dänen durften ihre eigenen, wenn auch begrenzten militärischen und polizeilichen Kräfte behalten und sie konnten ihr Leben im Großen und Ganzen so weiterführen wie zuvor. Okay, das wusste ich nicht. Zeitfreiwilliger. Der Zeitfreiwilligenkorps war ein Heimatschutzverband, der von der deutschen Minderheit als Reaktion auf die immer häufigeren Sabotageakte gegen deutsche Geschäfte gegründet wurde. Der Korps existierte von Januar 1943 bis April 1945 und bestand aus etwa 1600 Freiwilligen. Ihre Mitglieder wurden von der deutschen Wehrmacht mit Uniformen und Waffen versorgt und konnten regelmäßig an militärischen Übungen in den örtlichen Kasernen teilnehmen. Der Korps sollte die Besatzer im Fall einer alliierten Invasion unterstützen. In der Praxis allerdings fungierte er als eine Art Miliz, die in Zeiten erhöhten Aufruhrs gegen die dänische Bevölkerung eingesetzt wurde, zum Beispiel bei der Augustrevolte im Jahr 1943, die zur Auflösung des Kooperationsvertrages mit Deutschland führte. So, was ist das? Ach, das sind die Dinger. Die haben wir jetzt sogar gemacht. Okay, gut. Wir haben Streichhölzer. Ich muss den Herd anmachen. Na denn, Feuer frei. Wenn du eine Option wählst, die einen bestimmten Gegenstand erfordert, wird dieser normalerweise dabei verbraucht.
So. Oh, es ist doch etwas Zucker übrig. Jetzt hineingeben, am Ende hineingeben. Am Ende. So gehört es sich. Wir ziehen also. Ich kann etwas aufräumen, während ich warte. Es ist ganz schön unordentlich hier. Zeit, bis der Haferbrei anbrennt. Okay, jetzt müssen wir uns mal beeilen. Fortschrittsbalken. Manchmal musst du entweder schnell oder besonders handeln. In diesen Fällen erscheint ein Fortschrittsbalken in der Ecke rechts oben. Der Balken füllt sich, wenn du mit der Umgebung interagierst und mit Leuten sprichst. Wenn er komplett gefüllt ist, können manche Gelegenheiten vorbei sein. Das liegt hier schon seit Neujahr rum. Weihnachten war vor über einem Monat. Ich sollte das wirklich wegpacken. Ja, später. Okay, wir müssen aufpassen. Das können wir hier wegräumen. Sofakissen. Sie sind schon etwas verschlissen. Gestern Abend saßen wir am Feuer. Ich sollte die Kisten zurück an ihren Platz legen. Haben wir gemacht. Aber ein ordentliches Haus ist ein fröhliches Haus. Bilder von Spatzen, Finken und einer hochnäsig dreinblickenden Ente. Anders muss lang aufgeblieben sein, um sie zu zeichnen. Ich lege sie nur ordentlich aufeinander. Okay, gefiederte Freunde. Das Problem ist, ich guck mal kurz, ob wir noch anderweitig aufräumen. Nee, hier nicht. Ich glaube, die Aktionen verbrauchen Zeit, ne? Sieht danach aus. Hier ist nichts zum Aufräumen. Okay. Brennt der dann an, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Brennt der dann an, wenn die Zeit vorbei... Ich mach das vorher. Ah, das riecht wundervoll. Nun etwas Zucker dazu und dann lasse ich es abkühlen. Das sollte bei dem Wetter nicht lange dauern. Während ich warte, sehe ich mal nach, ob Anders schon weg ist. Ich konnte mich gar nicht richtig verabschieden. Vielleicht füttert er dann noch die Hühner. Warmer Haferbrei an einem kalten Wintertag. Kein schlechter Start in den Tag wahrscheinlich, ne? Jetzt ohne irgendwas anderes anzuziehen nach draußen? Ach du meine Güte, Anders hat seine Jacke vergessen. Er muss schrecklich frieren. Hoffentlich erwische ich ihn noch. Und wir sind angezogen. Was ist das? Ach so, Anders Jacke. Alter Mantel, zerschlissen und voller Mottenkohle. Was ist das? Da ist etwas in der Innentasche und zwar eine Lebensmittelmarke. Anders muss vergessen haben, sie mir zu geben. Da habe ich gleich einen guten Grund, heute nach der Arbeit zum Markt zu gehen. Das ist super, dann gucken wir einfach mal immer dann oben und schon finden wir Sachen. Ich guck mal sicherheitshalber mich hier nochmal um, ob wir irgendwas finden. Ich habe leider den Tisch nicht abgeräumt. Ich hoffe, es gibt keinen Stress mit Anders. Die kalte Winterluft dringt durch die Ritzen. Was ist das denn? Weihnachtsbaum. Oh Tannenbaum, wie sehr bist du vertrocknet. Wir sollten Feuerholz draus machen. Ja, vielleicht. Ah, das ist Anders, guck mal. Der kann nicht anders, der füttert noch. Wasserpumpe, sie ist eingefroren. Nutzlos, bis wir sie vom Eis befreien. Anders. Bevor ich mit Anders rede, aber vielleicht heute... Haut ja auch Anders ab. Ich guck mal hier kurz um die Ecke. Der hält das aus, der Anders. Ist aber ein schönes Häuschen, ne? Ist gar nicht mal klein. Ist sogar noch eine obere Etage. Ich will noch nicht nach draußen. Okay, Entschuldigung, dass ich gegangen bin. Oder so tat, als würde ich es tun. Da drüben wohnen die Nachbarn, die sind doch gar nicht wach. Hier ist schon alles voll erleuchtet. Da drüben auch schon, guck mal. Die Hühner haben ihn umzingelt. Oh, du hättest nicht aufstehen müssen. Konsequenzen. Manchmal reagieren Leute aufgrund deiner frühen Handlung und vergangener Ereignisse auf dich. Das erkennst du an einem kleinen Text oben in ihrer Sprechblase. Okay. Hast du wenigstens den Haferbrei gefunden, den ich dir übrig gelassen habe? Ja, danke dir. Der kühlt noch ab. Konnte nicht schlafen. Sorgst du dich wieder um die Hühner? Ich fürchte einfach, dass es zu kalt für sie ist.
Den wird schon warm genug sein. Aber was ist mit dir? Den hast du drin vergessen, du Dussel. Minus anders Mantel. Ach nee, ein Mantel. Genau. Tagebuchaktualisierung. Wenn du etwas Wichtiges bekommst oder verlierst, erscheint in der oberen linken Ecke des Bildschirms ein Fenster. Klick es an, um in deinem Tagebuch mehr Informationen dazu zu erhalten. Oh, danke, Schatz. Viel besser. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Hör mal, Gerda. Oh, das müssen die Jungs sein. Ich muss das nur noch zu Ende bringen. Kannst du ihnen sagen, dass ich gleich da bin? Ich guck mal, was hier... Logbuch ist nicht, Tagebuch. Ah. Warmer Haferbrei an einem kalten Wintertag, kein schlechter Start in den Morgen. Peter und Torben kamen vorbei, um Anders abzuholen. Die beiden sind immer entweder am Zanken oder am Rauchen. Oder beides. Ja, das kann möglich sein. Achso, sie heißt ja jetzt Larsen, ne? Weil er heißt Larsen. Okay. Weil er heißt Klein und Olsen. Olsen wird zu Larsen. So, wir sagen dann mal den beiden da Bescheid. Torben! Wo ist der Torben? Oh, das ist Torben. Ich wette, das ist Torben. Der linke ist Torben. Der sieht schon aus wie ein Torben. Guten Morgen, Jungs. Warum denn so zahlreich? Morgen, Gerda. Torben nimmt uns heute alle mit. Ich hab doch recht gehabt, das ist Torben. Die verdammten Deutschen haben mir die Fahrerlaubnis abgenommen. Immer derselbe Mist über Benzinknappheit. Schwachsinn. Vergiss nicht, dass Gerda halb Deutsche ist, Peter. So habe ich das nicht gemeint. Ich rede von den verfluchten Nazis. Jede Woche muss ich denen belegen, dass ich die Fahrerlaubnis brauche. Sie können wirklich etwas übereifrig sein. Naja, es herrscht doch wirklich Knappheit. Das gibt Negativpunkte, aber trotzdem. Es herrscht doch wirklich Knappheit. Wir brauchen irgendeine Form von Regulierung. Für die Besetzer, so war das aber nicht gemeint. Wechselnde Beziehung. Deine Beziehung zu einer Fraktion verändert sich, wenn du etwas tust, das sie positiv oder negativ beeinflusst. Selbst wenn niemand aus dieser Fraktion anwesend ist. Ach komm, sei doch nicht der Papagei der Besatzer. Man kann sich auch kaputt regulieren. Ihr beiden seid mal besser ruhig, bevor ihr jeweils eine Hälfte der Stadt gegen euch aufbringt. Die werden sich kaum um den Tratsch einer Krankenschwester oder eines Mechanikers scheren. Das meinst du? Ich brauche eine Kippe. Peter, hast du mal Feuer für mich? Das ist das Mindeste, was du tun kannst, wenn ich dich schon den ganzen Morgen umherkutschiere. Was ist aus deiner dänischen Großzügigkeit geworden? Ich kann mir nicht leisten, großzügig zu sein. Hast du mal Feuer für mich? Mir gehen doch die Streichhölzer aus. Hier, ich hab Feuer. Ach, jetzt gib ihm doch Feuer, Peter. Hör vielleicht besser auf damit, Torben. Dann ist ja Torben auch sauer auf uns. Hier könnten wir einfach ein Streichholz geben und könnten Peter auf unsere Seite bringen. Beziehung zu denen plus eins, Peters Vertrauen nochmal minus eins. Eieieiei. Oder ist es, wenn es negativ wird? Oder Torben hört einfach auf zu rauchen, spart Geld. Ach komm, los, Torben. Hör vielleicht besser auf damit, Torben. Risiken und Belohnungen. Manchmal musst du dich zwischen einem Auswürfel mit ungewissem Ausgang, aber potenziellen hohem Gewinn, einer Option mit Bedingungen, die dich Werte oder Gegenstände kosten können, aber eine positive Wirkung haben, und einer Option ohne Kosten, aber einen eher neutralen Ausgang entscheiden. Namen der Berliner. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber glaub ja nicht, dass ich das vergesse, Peter, du undankbarer Geizhals. Guten Morgen, Leute. Das hat Gerda auch gesagt, aber ich weiß gar nicht, ob das schon als Morgen durchgeht. Wird auf jeden Fall ein langer Tag. Dann fangen wir mal an. Ich lasse dich auf dem Weg zum Markt an der Werkstatt raus. Ich gehe nach der Arbeit zum Markt. Hast du da heute Arbeit? Hast du da heute Arbeit? Könnte sein, aber nicht viel, fürchte ich. Ab ins Auto mit euch. Ich würde mich gern von meiner Ehefrau verabschieden. Gleich nochmal weggehen. Achso. Das wird ein langer Tag in der Werkstatt. Na, vielleicht bringe ich dir etwas Schönes vom Markt mit. Du bist ganz schrecklich süß. Und du ganz schrecklich trottelig heute. Ich habe meine Momente.
und du ganz schrecklich trottelig heute. Das muss an der Kälte liegen. Rein mit dir, bevor du dir noch was wegholst. Hab einen schönen Tag, Liebling. Gerda? Ja? Ich liebe dich, Entchen. Knack, knack, knack. Ich mag dich auch, Dusselchen. Komm, hoch mit dem Punkt hier. Nicht? Wobei sie gesagt hat, ich mag dich auch. Ja? When the war came to Denmark, we were not forced out of our homes, and soldiers did not point their guns at us. But scarcity made itself known. Our lives became more muted, and our indulgences became more and more modest, until a pinch of sugar became a luxury. Still, we had a livelihood, and the simple pleasures of life remained to us, perhaps painted stronger than ever before. Entscheide dich, wie du dazu stehst. Je nach Wahl kostet es dich Geisteskraft. Diese kann eingesetzt werden, um schwierige Situationen zu meistern. Okay. Ich wusste, dass der Krieg in anderen Ländern härter zugeschlagen hatte. Aber es war schwer, sich von einem warmen Herd im Norden aus in die Lage der Betroffenen hineinzuversetzen. Die Nazis waren unter dem Deckmantel der Freundschaft gekommen, aber man musste kein Genie sein, um zu merken, wie zerbrechlich diese Maskerade war. Ich konnte mich nicht für den allgemeinen Kriegsverlauf interessieren. Ich wollte nichts, als meinen Kopf unten zu halten, bis er vorbei war. Das war das Sicherste. The Nazis had arrived under the guise of friendship, but it didn't take a genius to see how fragile that mask was. Okay.